Wenn du dich für digitale Spiele interessierst, bist du vielleicht bei Twitch unterwegs, um anderen Leuten beim Zocken zuzusehen oder sogar eigene Let's Plays zu streamen. Wie du dabei deine Privatsphäre besser schützen kannst und mehr Kontrolle über deinen Kanal hast, erfährst du in diesem Video. Um in die Privatsphäre-Einstellungen zu gelangen, klickst du auf deiner Startseite oben rechts auf den grünen Button mit der Figur. Wähle dann Einstellungen. Hier findest du viele Optionen, die für dich auf jeden Fall relevant sind. Egal, ob du selber nur zuschaust oder ob du selber streamst. Ist dir bei Twitch schon mal jemand richtig auf die Nerven gegangen? Im Punkt Sicherheit und Privatsphäre kannst du unangenehme Nutzerinnen und Nutzer blockieren. Weiterhin kannst du dort einstellen, ob du Flüsternachrichten von unbekannten Nutzenden bekommen willst. Standardmäßig ist das ausgeschaltet. Das ist auch sicherer so. Wir empfehlen dir zudem, die Geschenkabonnements von fremden Kanälen zu deaktivieren. Diese erhalten durch das Abo sonst die Möglichkeit, dich zu kontaktieren. Weiterhin kannst du entscheiden, welche Kontoinformationen über dich sichtbar sein sollen. Zum Beispiel, ob andere deine Abzeichen für das Verschenken eines Abos beziehungsweise die Anzahl verteilter Geschenkabos sehen sollen oder nicht. Auch über die Sichtbarkeit deines Abonnementstatus für einen anderen Kanal oder das Gründerabzeichen kannst du selbst entscheiden. Gehe nun einen Schritt zurück und wähle oben die Kategorie Benachrichtigungen aus. Klickst du oben auf Intelligente Benachrichtigung, kann Twitch erkennen, ob du gerade online bist oder nicht und sendet dir die Benachrichtigung je nachdem direkt auf die Webseite oder in dein E-Mail-Postfach oder auf dein Handy. Du kannst außerdem ganz genau auswählen, wann Twitch dir eine Benachrichtigung senden soll. Beispielsweise, wenn ein Kanal, dem du folgst, live geht oder wenn dich jemand als Gast zu einem Stream einlädt. Wenn du zukünftig für manche Situationen keine extra Benachrichtigung erhalten willst, kannst du das hier einrichten. Wenn du selber streamst, gibt es noch viele weitere wichtige Einstellungen für dich. Gehe dafür auf den Punkt Kanal und Videos. Nun öffnet sich eine neue Seite. Links kannst du nun Moderation auswählen. Wähle als erstes den Punkt Automod-Regelsätze aus. Hier kannst du über verschiedene Stufen einstellen, wie stark Chatnachrichten, die möglicherweise problematisch sein könnten, in deinen Streams zurückgehalten werden sollen. Zudem kannst du individuell für die Themen Feindseligkeit, Diskriminierung und Verunglimpfung, sexuelle Inhalte sowie Obszönität die Stärke der Filterung auswählen. Twitch erkennt durch maschinelles Lernen, welche Kommentare in diese Kategorien gehören könnten. Diese Kommentare müssen von Moderatoren zunächst bestätigt werden, bevor sie im öffentlichen Chat erscheinen. Über den Punkt Blockierte Begriffe kannst du zudem ganz individuell auswählen, ob etwas automatisch herausgefiltert werden soll. Etwas weiter unten kannst du externe Links blockieren, welche nicht von dir, deinen Moderatoren, Admins oder VIPs gepostet werden. Das kann verhindern, dass deine Zuschauerinnen und Zuschauer auf unsichere Webseiten weitergeleitet werden. Im Bereich Kanalrechte kannst du zudem auswählen, ob Nutzerinnen und Nutzer eine verifizierte E-Mail-Adresse oder Telefonnummer benötigen, bevor sie etwas in deinen Chat schreiben dürfen. Das würden wir dir auf jeden Fall empfehlen. Öffne doch direkt mal deinen Twitch-Account und wähle die Einstellungen aus, die für dich sinnvoll sind.